Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Moonlighter. Ja. Ja, ich glaube, ich habe mich entschieden. Wir werden einmal noch den, oder ein paar Mal vielleicht den Golem Dungeon durchrocken, würde ich sagen. Weil wir könnten ein paar Waffen herstellen, ein paar Rüstungen herstellen. Vielleicht nehmen das die Helden. Mal gucken, oder? Vielleicht wäre das ja was. Ich schaue einfach mal. Die waren eh schon sehr lange nicht mehr da drin. Theoretisch, ich hoffe, es fällt alles recht schnell um. Ich will einfach mal schauen. Hoppala. Das war egal. Ja, ja, da fliegt alles. Da fliegt alles nur mehr um. Alles klar. Null Problem. Hüpf, hüpf. Da können wir auch ohne weiteres mit Pfeil und Bogen durchmarschieren. Können wir sogar den Endgänger noch mal mitmachen. Das ist scheinbar überhaupt kein Thema. Boom, zack. Boah, ey. Unglaublich, ne? Wenn man bedenkt, wir haben uns da am Anfang echt schwer getan. Und jetzt da? Ist eigentlich nichts mehr. Oh, da unten ist ein Schwertchen. Haben wir da noch irgendwas? Nein. So, wie gesagt, ich gehe nur Material sammeln, um Waffen und Rüstungen für unsere Kunden herzustellen. Einfach nur so zum Just for Fun. Mal schauen, ob wir da was Gutes verdienen würden. Beziehungsweise könnten wir, obala, wenn für uns was Passendes dabei wäre, dass man das schon mal, können wir das ja für uns mitnehmen. Und vielleicht unsere Rüstung optimieren, dass wir zum Beispiel was zum Wechseln haben. Das mit Beweglichkeit Plus würde mich schon sehr interessieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich befürchte aber, dass wir dadurch an Rüstung... Wow, einbüßen! Könnte sein. Zack. Ah! Zack, zack. Und zack. Halt, zack. Nein, fall nicht runter! So, schnell nach. Haben wir da noch was? Yeah! Hüpf! Ein Truhe für uns. Zack und zack. Ja, wer weiß, vielleicht erzielen wir jetzt auch durch die, allein durch die Items Spitzenpreise. Ach, glaube ich fast nicht. So viel wie es, wie wir in den anderen Dungeons verdienen, vor allem im Tech-Dungeon, glaube ich nicht, dass wir da reich werden. So, ein Büchlein, wie cool. Geht's hier? Ja. Ja, das machen wir sehr gerne. Ich wechsle mal die Waffe. Oh, das ist wieder typisch ich. Zack. Au, 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 au. Okay. Okay, hab schon gesehen. Uff. Einmal Waffe wechseln. Ups, da. So. So, ist besser. Au. Du rollendes irgendwas. Hey. Ah, das muss ich aber... Genau, ich habe die Didaktik vergessen von dem Viech. Das muss ich ja anhauen, genau. Oh. Komm, Band. Nochmal vielleicht? Oh Mann, ey. Ich habe hier kein Hindernis, außer dass ich mir das Hindernis zähle. Yes! So. Alles vergessen. Das ist eine Let's Player-Krankheit übrigens. Ja. Also alles ganz normal. So, und zack. So, so. Hüpf, hüpf, hüpf. Vielleicht kriegen wir ja... Wusch. Oh, jetzt aber. Vielleicht kriegen wir ja, wollte ich sagen, genug Materialien zusammen, damit wir vernünftige Waffen bauen könnten. Zack. Das wäre mir auch sehr lieb. Und zack. So, 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 so. Was haben wir denn da Feines? Jawohl, alles schon mitnehmen, passt. Vielleicht machen wir auch nicht den ganzen Dungeon durch, sondern nur hier zum Beispiel die Ebene hier. Zack. Zack. Eigentlich wollte ich ja den Tech-Dungeon. Aber wir haben so viel Geld eigentlich, ne? Momentan haben wir echte Luxusprobleme. Da, 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 da.
hier richtig? Ich hoffe. Da, da, da. Ja, ja. Wie viel Platz hätten wir noch? Gar keinen Platz mehr. Meh. Egal, wir wechseln mal die Ebene. Und nehmen noch mit, was wir tragen können. Glaube ich, würde ich sagen. Und dann gehen wir zurück. Und dann... gehen wir wieder in den Tech-Dungeon. Also zuerst gehen wir mal schauen, ob wir was bauen können. Ist eh klar. So. Halt. Fallen Sie bitte nicht. Haben wir überhaupt nie mehr Platz, ne? Na, den behalte ich auch. Okay, da haben wir das so. Gesundheitsbrünen. Zack. Damit die Items nicht runterfallen. Zack. Sehr gut. Ist hier irgendwas? Nein. Und weiter geht's. Zack. Zack. Hoppala. Zack. Nein, bitte. Doch, ist weg. So. Und zack. Da haben wir auch was für unsere Billigsdorfer-Kiste. Hoppala. Sollen wir gleich die Ebene wechseln? Ach. Halt. Na, das geht mir zum Stecken. Ich habe mal geschaut. Passt schon. Machen wir nur einen schnellen Rundgang hier und fertig. Was noch geht, geht. Und zack. Zack, zack. Alter, ich stehe nicht verkehrt. So. Hammer's? Hammer's. Gut. Zack, zack. War hier unten was? Nein. Halt, da drüben. Ich dachte, den Felsen kann man kaputt machen. Oh ja. Mann, da schicken wir so viele Gegner. Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, das ist hinuntergefallen. Nein. Zack. Und da unten haben wir noch einen. Und auf. Ah ja, das war der, was explodiert, genau. Genau. Alter, ist das lange her. Da-da-dam, da-dam. Da haben sie mir echt tatsächlich eine rübergebraten. Sind wir hier fertig? Nein, 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 nein. Wir sind hier noch lange nicht fertig. Das war gerade mal eine Abteilung. Zack. Komm her, du Faust. Zack. 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 Badabam. Badadam. Schön langsam. Das hat irgendwie, hat nicht mehr so recht Platz, ne? Aber die würde ich gern mitnehmen. Ja, ich würde sagen, da verzichte ich lieber auf das hier. Ist hier irgendwas mit Rückkehr zerstört? Okay. Das heißt, ich mache das gerne mal zu Geld. So, Stoff haben wir jetzt eh, glaube ich, ein bisschen. Das ist schon okay. So, dann geht's hier drüben weiter. Servus. Tschüss. Ui, da haben wir was Seltenes. Selten, unter Anführungszeichen. Habe ich hier irgendwo was doppelt? Weg damit. So, das nehmen wir mit. Da ist noch was. Schau, schau, schau. Schau, 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 schau. Zack. Und zack. Sehr, sehr gut. Ui. Eine Nom-Nom-Nom-Kiste. Und Nom-Nom-Kiste ist kaputt. Nein! Ich glaube, das Teil hätte ich gebraucht. Für die Rüstung oder Waffenherstellung. Ja, ja. Das war... Ja, Herrschaft. Zeiten. Au. Ja, toll. Habe ich nicht erwischt. Aber jetzt. Und hier ist nichts. Gut, dann gehen wir wieder. Die Abteilung, das schauen wir uns noch an und dann hauen wir wieder ab. Zack, Alter. So, die kann ich nicht mitnehmen. Und genau die würde ich ja eigentlich brauchen. Eigentlich. Alter.
Alter, jetzt habe ich dich. Ah, da ist noch einer. Es ist, opala, es ist so rot, dass ich nichts sehen tue. Na, super reingelaufen. Das kann nur ich. Wegen Tränke braun und so, ne? Weil wir uns gehen ja eigentlich immer die roten Dinger aus, ne? Das rote Gelee hier, ne? Ich muss das echt mitnehmen. Okay, da ist nichts drin. Da haben wir noch ein bisschen was vom roten Zeug. Weil ich, das brauchen wir eigentlich zum Tränke machen. Da haben wir gar keine anderen Chancen. Zack. Zack. Und du bist auch dran. Sehr gut. So, was haben wir da unten? Da hat es gleich nichts. Okay, ich dachte, da hat es geglitzert. Da war das unsere Waffe. Au. So. Was haben wir da noch Schönes? Ja, das passt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir hauen wieder ab. Wir haben viel Gelee und lauter so ein Graffel. Ich glaube, das können wir machen. Tschüss. So. Ich weiß, wir hätten noch den Bossraum machen können, eventuell, aber da wäre jetzt noch eine Ebene gewesen und dann, glaube ich, der Bossraum und das passt schon so. So. Hallo. Können wir was herstellen? Tatsächlich. Ja. Auch Waffen, aber ich will mal Rüstung probieren. Ja. Stufen können wir es nicht. Macht aber nichts. Ah, da können wir noch was herstellen. Schau mal. Da kommt noch was. Ah, ich habe schon eine Vermutung. Der fünfte Dungeon. Wahrscheinlich von jedem. Also Brust, Beine, Kopf. Da kommt vielleicht noch eine Erweiterung. Können wir Waffen... Oh, können wir Waffen herstellen? Die hier in zwei Händler wieder gehen. Drehen wir es aus. Ja, bitte. Bam, badam, bam, bam. Ja, und genau hierfür hätten wir das Großschwert... Hätten wir denn einen Anhänger gebraucht, der nicht... ja. Der leider abgestützt ist. Ah, das können wir auch aufmotzen. Das wäre für uns... Ja, warum eigentlich nicht? Sehr gut. Weil den haben wir eh. Ah. Lanzen hatten wir auch noch ganz selten. Bis überhaupt nicht. Die ist auch schön, muss man sagen. Ja, die Sachen hier... Können wir vielleicht auch eines Tages mal machen. Bogen. Aha. Den haben... Oh. Was fehlt mir? Benutzen. Ach du Scheiße, ist der teuer. Den haben wir noch gar nicht gemacht. Wir kämpfen noch mit dem. Okay. Dann passt das eh recht gut, dass wir heute... Oh, Handel treiben. Weil... dann können wir gleich mal schauen... dass wir den nötigen Zaster zusammenkriegen. Ich glaube, das ist schon heute, ne? Ja. Dass wir den nötigen Zaster zusammenkriegen, dass wir uns den Bogen aufbessern können. Upsi. Das ist echt ein großes Upsi. Das habe ich nicht erwartet. So, wir räumen wieder mal unsere Truhe aus. Bis auf die Waffen. Ah, siehst du? Und die Rüstung haue ich natürlich rein. So. Und da muss ich mal klupschen. So, hier haben wir unsere Heldentruhe. Tatsächlich den einen Bogen. Habe ich noch ohne Effekt. Und die beiden, das Trainingsgroßschwert und Stoffbandana. Möchte ich mal versuchen zu verkaufen. Ebenso würde ich mal sagen, einen Trainingshandschuh. Einen hätten wir eh noch. Oder wir nehmen nur den Trainingshandschuh
und bessern die beiden Sachen mal auf. Weil die werden bestimmt noch nicht so viel wert sein. Das behalten wir auf. Es ist gleich vernünftiger. Da würde ich eher sagen, dass wir zwei von diesen Tränken hier verkaufen. Oh, das ist, glaube ich, vernünftiger. Und wir brauchen heute Flüssigkeitsgefäß. Meine ich. Da waren wir schon, genau. Ja, du bist nach wie vor was wert. Hoppala. So. Dann haben wir hier vielleicht noch Schätze. Oder auch nicht. So, ich glaube, ich hoffe, dass ich die beiden Sachen jetzt mal... Ja, genau. Hier stecken kann. Das wollte ich nämlich so haben. Wie schaut es hier aus? Das hier wäre noch was wert. Das hier. Nicht so damisch viel wert. Du. Wissen wir nicht. Nehmen wir auch mal mit. Bei mir ist das hier immer die unendliche Geschichte. Das wollte ich für den Ramschladen haben. Genau, da werden wir halt nicht so viel verdienen. Ist wurscht, ich will nur was haben für die Sale-Box. Weil bei der Sale-Box verdienen wir sowieso so oder so, wollte ich sagen, nichts. Da. Jo, können wir auch. Da. So. Ja. Jetzt sind die Sachen wieder mal was wert. Das ist eh schön. Das passt mir eh, ehrlich gesagt, ganz hervorragend gut. Weil dann können wir super klasse farmen gehen. Und das Zeug bei gutem Preis verschnökern. Ja, ich würde sagen, noch das hier. Da haben wir so viel Zeug. Jetzt kommt wieder was in die Sale-Box. Na, du bleibst drin. So, du, dann, ich glaube, was haben wir gemeint gehabt? Den und den. Den wollte ich so verkaufen, glaube ich, oder? Ach, reingeschmissen. Na, den darf ich nicht reinschmeißen. Mir ist gerade eingefallen. Das kommt, das ist so teuer. Ich glaube, das passt so. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Platz. Boah, das ist ganz schön Arbeit hier. Die guten Tränke könnte man noch bauen. Und probieren, die guten Tränke noch zu verkaufen. Das wäre auch möglich. Da. Ich habe so viel gelumpert, dass ich echt mich nicht mehr raussehe hier. Der Pilz wäre noch gut für die Sale-Kiste. Da haben wir gleich noch für zwei Plätze gehabt, ne? Warte. Also mal rein mit dem Schwammerl. So. Dann hätten wir nochmal noch ein bisschen Platz. Boah, wir haben so viel. Habe ich schon mal gesagt, dass wir zu viel gelumpert haben? Falls ihr das noch nicht verstanden habt, wir haben zu viel gelumpert. Viel zu viel. Ach, das mit dem Holz habe ich auch nicht hinbekommen. Echt? Ja. Dann würde ich sagen, nehmen wir das Holz mit. Holz. Nochmal schnell kontrollieren. Auftrag. Ja, Flüssigkeitsgefäß. Passt. Gut, dann würde ich sagen, wir verkaufen wieder mal seit langer Zeit was in unserem Laden. Und als erstes kommt natürlich unsere Auftraggeberin. Bitte schön, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Laden. Wir hoffen, Sie haben Spaß mit dem Flüssigkeitsgefäß. Bis zum nächsten Mal. So, keine Ahnung, was sie damit macht. Wir wollen es gar nicht wissen. Vielleicht ist sie Alchemistin. War das was für Alchemie? Keine Ahnung. Eher so ein Wissenschaftler-Dings, ne? Würde ich schon bald eher sagen. Yeah, da freut er sich.
So, vielen Dank, der Herr. Die Dame, Dankeschön, Dankeschön. So, wenn wir das so schön platziert haben, gehen die jetzt weg wie warme Semmeln. So, dann machen wir das gleiche Spiel gleich nochmal. So. Badabam, bam, bam, bam. Dankeschön. Oh, da können wir schon wieder was hinstellen. Ich würde sagen, das hier, wie war das? Mit 1000 war das zu billig? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich probiere es wieder mit 5000. Wahrscheinlich ist das auch noch zu billig. 3000 waren auch zu billig. 6000 Rechnung, okay. Danke, der Herr. So. Ich würde sagen, der Draht war mit 1000 zu teuer. Ich habe jetzt 2000 genommen. Schauen wir mal. Sehr gut. Der gute Mann hat eine Knolle genommen. Danke und ein Dieb. Das lassen wir nicht zu. Du Schuft. Vielen Dank für den Einkauf. Hoppala. So. Dankeschön. Ich glaube, jetzt haben wir mal was für unsere Helden dann dahin platzieren. Oh, ich überlege gerade, ob ich einen Fehler gemacht habe, aber ich glaube nicht. So, machen wir mal so. Yes, sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt können wir hier nämlich endlich mal unsere Tränke platzieren. 4000 haben wir verlangt. Ja, mehr wird es nicht. Da unten kann man schon was hinstellen. So und so, würde ich sagen, ein bisschen durcheinander ist eh wurscht. 2000, ich würde sagen, mach mal so. 10.000 wissen wir noch nicht. Ah, da kommt schon der nächste Dieb, Gott sei Dank. So, ich glaube, auch hier werden wir mal so einen Trank hinstellen. Hier werden wir das Holz probieren. Ein Tausender haben wir gesagt. Ja, lass mich mal mit einem Tausender. Müssen wir halt so schön überwachen, das Ganze. Dankeschön. Dankeschön, der Dieb. Ich habe dich noch Schuft. So. Dankeschön, der Trank geht weg wie warme Semmeln. Erst bist du gescheit. Dankeschön, da haben wir einen Auftrag. Was hätten Sie denn gern? Seemaschinen-Notizen. Soll man? Die gibt es ja recht häufig, ne? Nee, ich habe auf das Echo. Na, ich habe auf das kaputt. So. So, lala. Nur Bares für Rares, verstehst? So. Boah, die kaufen ein Geilo. So. 3000. Okay, 3000. Und zwar 7 müsste passen. Dann da oben. Würde ich sagen, die beiden. 2000. 4000 war zu billig. Verdoppeln wir das Ganze mal. Ui, das wäre sauer. Okay, das ist dann doch zu teuer gewesen. 5000 mag er nicht. Probieren wir es mal mit 4. So. Zack und zack. Da haben wir noch gar keinen Preis. Probieren wir es mal so. 2000, okay. Probieren wir es mal so, damit wir die nächsten Preise kriegen. Und da will ich nochmal sagen, so. Passt. Dankeschön. Was hätten Sie denn gern? Oh, schon wieder Notizen. Wir wollen sowieso in den Tech-Tanschen gehen. Hm, probieren wir es mal. Tech-Tanschen ist okay. Haben wir jetzt einen Auftrag angenommen? Habe ich den angenommen? Ja, passt.
Wow, Zocki hat mal nichts verkehrt gemacht. Sachen gibt's. So. Ich würde sagen, so. Ui, da ist jemand sehr sauer. Das war mit 10.000 zu viel. Machen wir mal zwei weniger, also 2.000 weniger, also 8.000. Jawohl. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Oh, da haben wir wieder was viel zu billig hergegeben. Gratuliere, Zocki. Das hast du super gemacht. Was da wurdelt's. Das sind Leute, das ist voll cool. Dankeschön. Ich sollte eigentlich Sachen holen gehen. Danke. Ich bin mal kurz weg. Nur ganz kurz Sachen holen. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das denke. Dann können wir noch was für die Sale-Kiste theoretisch reinschmeißen. Das können wir für die Helden verwenden. Das ist auch hoch. Bist du auch hoch? Ja. Nehmen wir auch gleich mit. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Look, 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 look. Ah, da war ein Buch. Golem-Geschichten. Golem-Fieber. Nehmen wir mit, das ist ja wurscht. Der ist nicht so viel wert. Mal für die Sellkiste verwenden vielleicht. Das ist neutral. Lass mal da. So. Sellkiste. Wollte ich das drinnen haben. So, zack. Hier kommt mal das rein. Golem-Geschichte 3. Da haben wir gar keinen Preis. Nehmen wir es einfach mal. Hier. So. Da. Zack. Zack. Sind wir hier mit 3000 gut dabei? Ja, 1500 wahrscheinlich. So. Ui. Dankeschön. Dankeschön. Da unten war irgendwas zu teuer, meine ich. So. Dankeschön. Da war irgendwas spottbillig. Oi, der Draht war zu billig, echt wahr? Schön. Das freut mich. Pff. Hervorragend. So, 1500 und 3000 haben wir gesagt, müsste passen. Sollte passen. Zack, zack, zack. So, 5000 ist in Ordnung. Machen wir 5,1. 4000 wissen wir nicht. Das müsste theoretisch passen. So. Dankeschön. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch die hier. Ich probiere es einfach mal. Hier unten würde ich noch sagen, das hier. Sind 3000 angemessen. Schaut gut aus. Ein Dieb schon wieder. 4,5. Ja. Probieren wir es. So. Ui, ui, ui. Du Schuft. Hab dich. So. Da war ich ein... Das ist neutral. Oh. Das ist jetzt da ungut. Das ist ungut. Ja. Yeah. Yeah. Bam, 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 bam. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, heute machen wir ordentlich Zaster. Was ist denn schon wieder zu teuer? Ha? Die Fibel ist zu teuer. So, war es die Fibel? Ich glaube, es war. Na, das war das Golem-Geschichte. So, Golem-Geschichte 3 war das. Und, mag es? Nein. Ah, es nimmt es trotzdem, das freut mich. Das ist immer gern gesehen, sowas. Danke. Und einmal noch. Dankeschön. Super cool.
Ja, ich glaube, wir haben heute ordentlich was verdient. Schaut gut aus. 3 Einbrecher, 47 Kunden hatten wir. Und so vom Verdienst her. Eine Million. Es ist kein neuer Rekord, aber gut verdient. Schön. Das heißt, wir können unseren Bogen machen. Jetzt muss ich nur schauen. Ja, das ist noch im Rennen. Das ist auch gut. Ah, das ist nicht mehr gut. Das mögen sie nicht. Das auch nicht. Mal gleich mal schauen, ne? Auch das ist out. Auch die beiden sind out. Das ist in und eins ist out. Genauso wie hier. Okay. Das schmeißen wir gleich wieder zurück. So. Da haben wir nichts. Ich würde auch mal hier ausräumen anfangen. Und wieder mal stacken. So. Mal ein bisschen Ordnung machen. Und Anführungszeichen Ordnung. Sofern man das hier so bezeichnen kann. Ja, es ist halt, Ordnung ist halt hier ein bisschen ungut. Ich hätte mir gewünscht, upsala, dass man die Truhen quasi einteilen kann, was sie haben sollen. Ich würde jetzt lachen, wenn es eh geht und ich weiß es noch nicht. Dass zum Beispiel in der Truhe gezielt aus dem Wüstendungeon was ist, aus dem halt gezielt Walddungeon und so weiter. Ne? Okay, die beiden haben nicht mehr Platz, dann tun wir die gerne mal so und dann passt es schon. Sehr, sehr gut. Na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir betreten gleich mal den Tech-Tanschen. Dann speichert das Ganze wieder. Ach ja, bevor wir gehen. Hallo. Geht sich das jetzt aus mit dem Bogen? Yay! Cool. Den müssen wir noch zurückbringen. Weil den haben wir jetzt im Inventar drinnen. Was ist eigentlich der Unterschied? Der macht einfach nur mehr Damage, ne? Oder? Der macht halt anderwertig Damage, weil er einen Effekt drauf hat. Machen wir so. Und lassen wir den einen Bogen mal zu Hause und dann, wie gesagt, tanschen und dann geht's weiter im nächsten Part. Yeah. Yeah, yeah. Halt, falsch. Ja. So. Wir müssen nämlich jetzt Notizen sammeln. Mhm. Notiz, Notiz, Notiz. Und, ja, die bekommen, wie gesagt, im Tech-Dungeon von diesem komischen Elektro-Viech. Schwupp, schwupp, schwupp. Sind wir da jetzt richtig? Ich verwechsel das immer. Na, passt schon. Alles gut, Socki, alles gut. Du machst es schon richtig. Selten, aber es kommt vor. Na, Fisch. Bam, 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 barara, bam, bam, bam. Ihr lieben Leute, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Das reimt sich übrigens. Ihr lieben Leute, das war's für heute. Ich glaube, das muss ich jetzt in Zukunft so sagen. Das ist cool, das gefällt mir. Also, ihr lieben Leute, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.